Treffpunkt Südstadt. Die Admiraner empfangen die Wiener Austria und somit heißt das Duell Peter gegen Philipp. Und Philipp Babic startet überragend in dieses Spiel. Minute 43, 1:0 durch Jukic und der Erfolgslauf der Veilchen scheint offensichtlich weiterzugehen. Die Veilchen ja überragend in der ersten Runde gestartet, aber die Admiraner haben was dagegen und wir schauen in Halbzeit Nummer 2. Das ist Meier, das ist Gander und da ist Hausjell und da ist der Ausgleich für die Admiraner und da freut sich Peter zurecht, denn es schaut hier sehr nach einem Punkt für die Admiraner aus. Aber dann Achtung, hier letzte Aktion im Spiel, die Riesenchance hier doch noch die 3 Punkte zu holen, aber es bleibt beim Unentschieden. Wir gehen rein ins Spiel Nummer 2, Michi Mattes gegen Armin Kamenjasevic. Und der macht da weiter, wo er letzte Woche aufgehört hat. Und zwar mit Toren. Manfred Zakaria und dann auch hier Jukic innerhalb der ersten Halbzeit. Gleich 2 Buden, das schaut schon fast nach Knockout für die Admiraner aus. Aber Michi Mattes, der gibt sich nicht auf, hat hier die Riesenchance auf den Anschlusstreffer. Aber dann hier Minute 62, Deckel drauf, Max Sachs hier mit dem 3:0. Und dann waren die Punkte schon besiegelt hier, Pichler da noch mit dem Schlusspunkt. 4:0, 3 Punkte gehen aufs Konto der Austria. Spiel Nummer 3 in diesem Duell und da treffen ehemalige Teamkollegen aufeinander. Marcel Holi und Toni Stojanovic hier. Als Pechvogel am Start, denn nach 22 Minuten zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt, es gibt 11 Meter und den lässt sich Jukic bzw. Marcel Holi nicht entgehen. Da sind die Weichen früh auf Sieg gestellt, denn infolge dieser Partie erarbeitet sich Marcel Holi immer wieder mehr Chancen, wie auch hier Dreifachchance, wie man scheitert dann am Verteidiger und dann der darauffolgende Eckball. Besiegelt aber hier den Sieg für die Veilchen Markus Suttner mit dem Abstauber in Minute 60. Und dann gibt es nochmal einen Schlusspunkt. Letzter Angriff im Spiel. Edom Wonschi nochmal abgelegt auf Zakaria. 7 Punkte für die Veilchen, nur einer für die Admiraner.